So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Und ich habe ein bisschen an die Grafikeinstellungen geschraubt. Ich hoffe, es läuft jetzt flüssiger. Oh, schön gemacht. Was? Ja, super schön. Was ist denn jetzt los? Vielen Dank für das Lob fürs Danebenspringen. Oh, schön gemacht. Ja, jetzt war es berechtigt. Ja. 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 Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich habe dich unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Wie das mit dem übel riechend. Warte, ich leuchte dir den Weg. Ja, das sehe ich, wie toll du mir den Weg leuchten kannst. So. Hips. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Welchen Korridor? Da kann ich schon mal ansetzen. Welcher Korridor? Da oben? Ach, da! Aha! Oh. Na super. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja. Ach so. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Okay, ach super. Hips. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich habe jetzt die Grafik-Settings runtergeschraubt. Jetzt ist die Qualität nicht mehr ganz so hoch. Dafür läuft es aber komplett ruckelfrei. Und ich glaube, davon haben wir mehr als von übertriebener Qualität. Lieber ein flüssiges Spiel als zu viel Qualität. Und jetzt? Ich habe ein ungutes Gefühl mit den Turrets. Komme ich nicht rein? Zu spät, das ist ein Lärm. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Ja. Wir sehen uns unten. Viel Glück. Sind gar nicht aggro. Ist aber sehr suspekt. Ich nehme einen inoffiziellen Weg. Ach so, ja, dann springen wir hier drauf. Sinnlos! Ladedaten. Ach so, gibt's hier gar nicht. Ich denke zu viel nach Half-Life. Denn die letzten Tage habe ich irgendwie keine Lust gehabt aufzunehmen und jetzt bin ich hier wieder voller Elan dabei. So muss das ja auch sein. Ich hatte eher Lust, Half-Life aufzunehmen. Deshalb kam gestern. Nein, vorgestern ist es für euch jetzt. Dann keine Folge Portal-Simulator, sondern Half-Life. Das heißt, 3 Tage hintereinander Half-Life. Ablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Ha, warum nicht? Ich bin die immer noch süß. Okay. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Sicher? Ich meine, wie viele Reste? Guck mal. Ein paar Sachen. Warum sind denn die Bänder kein Spielzeug? Irgendwie schade, ne?
Sind die so niedlich. Bis auf, dass sie mir wehtun. Macht sie unniedlich. So, mal schauen, wo wir hin müssen. Aha. Hallo. Nein. Ey, ich kann dich nehmen. Ey, bleib bei mir. Wieso sagst du das auf Englisch? Kannst du kein Deutsch? Ist aber suspekt, dass er alles auf Englisch sagt. Oh. Wollte ich nicht. So, mal schauen, ob es hier hingeht. Ach komm, wir springen einfach hier runter. Winterwests. Speichern. Flucht ist wirklich interessant. Defekt. Ah ja. Da kann ich schon mal ein Portal setzen. Oh. Wir kommen hier weg. Das ist wahaha, der will bestimmt auch auf mich, ne? Wahaha, geh weg. Hab keine Entschuldige. Ich böse. Ja, ja. Soll man weniger anvisieren? So. Antwort. Antwort. Aha. Vorlage. Antwort. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Mir nach. Das wird dir gefallen. Da bist du. Vorlage. Sind fast da. Antwort. Was ist los hier in der Anlage? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Antwort. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage fortnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort. Ja, wie soll ich ihn nehmen? Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umsehen. Fertig, gehackt. Ja, gut. So, hol den Turm raus. Ah, da kommen, die können wir natürlich so nicht nehmen. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder kann mich noch erinnern, wenn man sich oft genug selber gescannt hat. Sehen, wie wir das Fließband anhalten. Dann gab es ein Achievement. Fließband anhalten. Ja, ja. Irgendwelche Ideen, Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vorlage. Hier kommen wir nicht weiter. Hallo. Denkst du noch nach, oder was ist los? Ja, ich denk noch nach. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Oh, hast du eine Idee? Ja. Vielleicht gibt's ja hier hinten was. Vorlage. Antwort. Ja, warte mal. Vorlage. Antwort. Ich bin nicht kaputt. Na, komm schon, Leute. Das ist es. Vorlage. Wir müssen die auffangen. Antwort. Kaputten. Vorlage. Antwort. Hallo. Ja, ja, du bist heile. Vorlage. Antwort. Hallo. Schon wieder ein guter. Endlich mal wieder ein kaputter. Vorlage. Antwort. Ich weiß gar nicht, was das mit denen auf sich hat. Sag mal, da sind die. Ja, ich zerbreche mir aber den Kopf nicht mehr. Vorlage. Denn ich habe eine Idee. Antwort. Wir produzieren nur noch kaputte. Vorlage. Oder die lieben oder was auch immer das sind. Vorlage. Was Vorlage. Was machst du? Vorlage. Antwort. Oh, perfekt, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert, akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Antwort. Hallo. Warum? Hey, die Hacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten.
Halte die Tür im Auge! Ja, ich bin... Das hier ist ganz schön kompliziert. Was ist denn jetzt schon wieder? Seit wann ist die Tür denn schon auf? Weiß ich nicht. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Ich hab doch gesagt. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Nervengiftanlage. Das ist immer ein schönes Räumchen. Mit Aperture-Leinwand. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Das hätte ich mir auch gerade gedacht. Originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Warte mal. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Ja. Das reicht schon fast bis raus. Ja, jetzt. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Reicht mir aber. Verhungerst du nicht. So. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus der Anlage. Ich wohne hier zwar schon seit längerem. Und das ist ja kein Argument. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ach. Okay, hier lang. Da war ja wirklich nichts. Laden. So enge Ladepausen ist auch immer ganz witzig. Wir laden ziemlich viel, ne? Aber ich weiß auch nicht. Ist auch ganz okay. Das Spiel würde auch mit einem guten Rechner von 2004 laufen. So ist nicht. Quick Save. Ich mache viel zu viele Quick Saves in einem Spiel, das eigentlich, wenn man eigentlich so gut wie gar nicht sterben kann. Wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Aha. Ich folge dir. Ich mag die Türen. Ha, das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh. Ach, das sind die Fließbänder, die werden dann hier live und in Farbe geschreddert, die armen Türme. Das Gute ist, dass ich jetzt ein bisschen kleiner wieder aufnehme. Die Tür ist verschlossen. Mit komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Das ist ein großer Laser. Was? Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Der ist aber echt mal cool. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nee, da halte ich doch nicht so viel von. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Nein, nicht! Wer weiß, was die Kasse tut. Die Tür ist auch gut gemacht. Ah, das war ja ein super komplexes Rätsel. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Oh. Bist du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Das wollte ich nicht. Was ist auch ist? Mach weiter damit. Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Okay, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Es wird immer weniger. Tschüss. Weiter.